Ich zeige euch jetzt, wie ihr genau das nachbauen könnt, die Jordal-Durchstandsbewehrung als Dübelleiste in Allplan als BIM-Einbauteil. Das heißt, es ist jederzeit abänderbar. Ihr könnt jede Durchstandsbewehrung abändern, jederzeit generieren, irgendwelche Änderungen vornehmen und ja, wenn man das natürlich dann nicht als neue Dübelleiste abspeichern, soll auch das System erkennen, dass hier etwas Neues entstanden ist. Genau. Aber wir fangen jetzt von vorne an. Ja, dazu wird wahrscheinlich der Statiker und Ingenieur Jordal Expert Durchstands nutzen und so einen Durchstandsbereich durchberechnen und dann in die Statik als Bemessungssoftware in Form meistens von einer PDF dranheften. Ich habe jetzt keine Statik, aber die Bemessungsausdruck habe ich natürlich trotzdem. Ich habe auch die Deckenstärke und die Betondeckung und so weiter übernommen und auch die Stütze natürlich eingepflegt und bin hier in meinem Allplan. Damit ich die Supports nutzen kann, lade ich sie mir natürlich erstmal herunter und das ist am besten auf Subgrade, wenn ihr das eingibt, subgra.de, also Subgrade, dann kommt ihr auf die Seite, unter den Supports Dübelleisten könnt ihr das dann einfach herunterladen, kostenfrei und in euer Allplan installieren per Drag and Drop. Und dann schaut das Ganze so aus, dass hier die Dübelleisten im Büro installiert wurden und ihr könnt das Ganze nutzen. So, jetzt muss ich aber die Ausgangssituation nochmal herstellen und alles löschen, was jetzt ich schon erstellt habe. Bei so engen Dübelleisten, dass hier immer Zweier und dann noch in der Schrägen welche genutzt werden, hat man wenig Platz. Es empfiehlt sich daher, meistens einen kleineren Maßstab zu wählen als 1 zu 50. Ich sage zum Beispiel mal 1 zu 25 wäre zum Beispiel hier möglich für die einzelnen Durchstandsbereiche. Wenn ihr das aber nicht nutzen wollt, könnt ihr auch im Maßstab 1 zu 50 bleiben. Allerdings müsst ihr dann mit der Schriftart ein bisschen aufpassen und mit der Beschriftung selber. Ich mache das jetzt auch. Ich mache jetzt den komplizierten Weg. Normalerweise würde ich einfach den Maßstab 1 zu 25 wählen und das alles sauber beschriften. Und jetzt werde ich halt nur eine Dübelreihe beschriften mit den Abständen und den Rest einmal mit Kurztexten belegen. Aber dazu jetzt gleich mehr. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Bemessungsausdruck an. Also das ist er. Wir haben zwei verschiedene Dübelleistenarten. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo werden die eingesetzt. Und dazu schauen wir uns diesen Ausschnitt an. Wir erkennen hier die angedeutete Stütze und die Decke. Und dann sehen wir hier den ersten Abstand von 95 und dann 110, gefolgt von 70. Also hier die 12 Stück, 95, 110, 70, die liegen innen und dann kommen zwei identische, hier sind sie gekennzeichnet. Und diesen Produktcode, den brauchen wir, das ist alles, was wir brauchen, um die Stütze zu parametrisieren und einzugeben. Ich scroll mal nach oben, denn da oben ist der Text gegeben. Also da hier kommt ein Text raus, den können wir markieren in der PDF. Und wir kopieren uns die erste Dübelleiste. Ich minimiere das Ganze und öffne in Allplan meine Bibliothek, gehe auf Dübelleisten. Und die letzte Einstellung wurde schon immer übernommen. Ich lösche hier mal die Schnelleingabe raus, um das Ganze zu zeigen. Ich setze das hier mal ab. Und in der Vorschau sehe ich jetzt nur hier unten eine 2D-Folie. Die wird aber, wenn man schließt, zu einer 3D-Dübleiste. Und man sieht sie dann überall in den Schnitten richtig. Und in der Draufsicht wird einfach eine 2D-Folie erzeugt. Ja, und im Rest eine 3D. Je nachdem, wie ich das einstellen möchte, dafür gibt es diese Einstellungsseite hier. Da könnt ihr jegliche Formen 2D, 3D, 2D und 3D und so weiter miteinander kombinieren und aufsetzen. Ja, natürlich könnt ihr die Durchmesser der Dübeln ändern, wir können die Höhe ändern, wir können die Ankeranzahl ändern, wir können sagen, ob sie symmetrisch ausgerichtet werden sollen oder asymmetrisch sein sollen. Und da verlängere ich jetzt das Ganze einmal mal, dann sieht man hier, wird alles symmetrisch angeordnet oder bei asymmetrisch können wir zum Beispiel noch sagen, wir brauchen hier einen größeren Abstand, je nachdem, wie ihr das aus der Bemessung herausbekommt. Ja,
Aber am schnellsten geht es natürlich über diesen Produktcode. Ihr könnt es erahnen, wie das Ganze funktionieren könnte. Und genauso wie ihr es denkt, wird es auch so sein. Wir gehen hier auf Rechtsklick einfügen, haben den Produktcode, Doppelklick und schon hat sich die Dübelleiste generiert und der Langtext darf nicht angefasst werden, denn der ist genauso, wie es der Hersteller in der Bestellliste angibt. Und da haben wir jetzt die Dübelleiste schon erzeugt. Wir gehen hier einmal auf den Pfeil, ob die Dübelleiste erkannt wurde im System. Ja, sie wurde im Projekt erkannt und dadurch kann ich das Ganze übergeben. Ich gebe jetzt mal nur den Kurztext mit an, den auf 2,5. Ja, wir haben halt wenig Platz im Maßstab 1 zu 50, deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf die 2, vorsichtshalber. Ich verschiebe den Text, den man in der Vorschau generiert als X dargestellt hat, und setze den einfach mal hier ab. Und schließe das Ganze und schaue jetzt erstmal, ob mir das Ganze so passt. Schließen. Ich finde, das schaut nicht schlecht aus. Hier schaut es auch in der Decke gut aus. Und auch hier wurde das Ganze gut eingefügt. Und die Dübelleiste kopieren wir jetzt uns einfach mal. Einfach kopieren oder einfach per Doppelrechtsklick wieder reaktivieren. Ich kopiere mir die dahin. Aktivieren wir das Ganze. Und sage, jetzt brauche ich natürlich die nächste Dübelleiste und das ist hier diese. Einfügen, Doppelklick und schon wurde das Ganze wieder generiert. Wir schauen, ob das System die Dübelleiste erkennt. Ja, das wurde schon mal in diesem Projekt so eingebaut als D2 und dann können wir das Ganze wieder schließen. Nein, wir wollen nicht alle mitändern und haben jetzt eine eigene Dübelleiste. Wir können das Ganze wieder reaktivieren, aber wenn wir die Dübelleiste aus der Bibliothek nehmen und einmal auf Schließen gehen, dann wird das auch weiter fortgesetzt. Also jetzt nicht wundern, warum ich das jetzt immer einzeln reaktiviert hatte. So, jetzt haben wir die erste Leistenform erstellt. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie muss die denn angeordnet werden. Da schauen wir in unseren Bemessungsausdruck rein und sehen, aha, das wird gar nicht mittig hier angeordnet, sondern eher im oberen Spektrum. Und dann sehen wir auch den Abstand. Ich scroll mal hin. Man sieht, das ist die Achse. Die Achse ist hier 5 cm vom Eckpunkt entfernt, dann 250 mm und dann wieder 50 mm. Das heißt, wir verschieben das Ganze einfach. Einmal hierher. Dann gehe ich runter, minus 0,05. Ich kopiere mir das Ganze, weil ich das Ganze natürlich auch an der Ecke einmal ausbilden möchte. Steuerung D ist bei mir drehen und ich kann das Ganze jetzt drehen. Wow, Steuerung drehen ist bei mir drehen und ich kann das Ganze drehen. Und jetzt habe ich das Ganze hier eingefügt. Selbes Spielchen könnte ich jetzt nochmal machen oder ich kann auch kopieren und drehen. Verschieben wir es mal hier. Hierhin, ihr Markierungsfarbe rot, das ist natürlich standardmäßig in Allplan so eingestellt. Natürlich könnt ihr die Aktivierung und Markierungsfarbe abändern. Das mache ich vielleicht jetzt, damit es auch jeder sieht, weil diese Frage kommt öfters. Wir können bei der Anzeige sozusagen Markierungsfarbe erstmal ändern. Die mache ich jetzt einfach mal auf grün. Und ja, machen wir auch grün. Die 70 bitte. Okay, jetzt verschieben wir sozusagen diese drei Dübelleisten. Jetzt seht ihr schon, werden grün markiert. Ist vielleicht etwas besser in dem Fall. Minus 0,05. Und jetzt kopieren wir aber jetzt nicht einzeln hier rum, sondern wir gehen auf Kopieren und Drehen, markieren uns mit der Summenfunktion diese ganzen Dübelleisten. Wir holen uns einen Eckpunkt, Rechtsklick, Mittelpunkt, sagen viermal kopieren und drehen. Im 90-Grad-Winkel wird es uns vorgeschlagen. Wunderbar. Jetzt haben wir sozusagen die Durchstandsbewährung hier einmal angepasst. Jetzt könnte man noch sagen, damit die Baufirma die gefühlt jede Dübelleiste falsch einbaut. Natürlich ist es hier auch schwierig, weil es hier lauter Zweier sind. Und deswegen würde ich jetzt darauf plädieren, dass wir eine Dübelleiste, die vielleicht im inneren Kegel eine andere Farbe wählen. Welche? Nehmen wir mal. Was werden denn? Ja, komm, Polkon, die hat eine lila Farbe, deswegen geben wir jetzt den Ganzen einen Purple-Anstrich, schließen das Ganze, dann fragt uns Alplan, willst du alle identischen mit abändern? Dann sage ich, yep.
Und schon haben wir das mit abgeändert. So, jetzt bräuchte man noch eine Beschriftung, eine schöne. Also in dem Fall werde ich das hier wählen, dann kann ich da unten die Abstände mit angeben. Gut, also die Dübelleiste 2. Hier aktivieren wir die Gesamtlänge und Einzellänge mit Schriftgröße 2,0. Ja, Maßstab 1,50, was willst du machen? Ne? Ja gut, wir haben hier aber Platz, aber sonst überlappt es hier auch. Wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit. Ja, wir machen die 2,0. Ansonsten müssen wir wirklich den Maßstab ändern. So, dann schließen wir das. Ich sage nein, nicht auf alle übertragen. Selbe Spielchen mit der Dübelleiste. Auch hier sage ich, zeig mir doch. Ich bin doof, ne? Ich hätte es hier oben machen können. Wäre besser gewesen. Wegen der D1. Ja, dann machen wir halt hier die D1 noch. Vielleicht macht es ihr das. Wir könnten jetzt die zwei noch tauschen. Aber im Endeffekt ist ja das System irgendwie klar. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal als Report das Ganze auszugeben. Der ist nicht assoziativ. Der macht den Ist-Zustand. Aber er ist intelligenter. Das ist der Unterschied. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch das Pentaflex mit ausgewertet, das hier herum eingebaut worden ist. Könnte man jetzt deaktivieren, weil es eigentlich in der Wand mit eingebaut wird. Ist aber egal. Ich wollte damit nur zeigen, es ist einbauteil- und herstellerübergreifend auswertbar. Es weiß, ob es in Metern oder in Stückzahl ausgegeben wird oder gegebenenfalls in Quadratmeter. Die Hersteller werden, es ist herstellerübergreifend, in dem Fall ist es ein Hersteller, es ist Polkon, aber ich glaube, die Durchstandsbewährung ist einfach unter Jordal bekannt und Fugenblech unter H-Bau. Und deswegen haben wir es auch hier so gehandhabt. Wir können uns die Darstellung mit anzeigen lassen. Wir haben sogar einen Bereich, wo wir einfach sagen, Schwarz-Weiß-Anzeige oder nicht. Aber ansonsten bleibt alles Subgrade rot. Wir können einen Hinweis hier oben noch hinzufügen, zum Beispiel, das ist die Decke über erstes OG. Enter und dann erscheint es hier im Hinweis. Wir haben die Möglichkeit, ein Mapping hier anzufügen. Das heißt, ihr könnt eure benutzerdefinierten Einbauteile zusammen mit diesen Subports auswerten. Und das ist natürlich eine super Sache. Dann könnt ihr das alles auf DIN A4 exportieren, unter PDF oder Word. Oder ihr könnt das Ganze auch natürlich in Allplan absetzen. Gut, da stört natürlich dann die Kopf- und Fußzeile. Aber auch die können wir deaktivieren. Zum Beispiel durch diesen DIN A4 Export. Logo deaktivieren und dann können wir das Ganze in Altplan absetzen. Mache ich jetzt auch einfach mal im Maßstab 1 zu 50. Muss ich mal schauen, ob das passt. Und dann haben wir das Ganze hier abgesetzt. Also wie gesagt, das ist ein Ist-Zustand. Der wird nicht automatisch aufaddiert, falls sich irgendwie die Durchstandsbereiche verdoppeln oder sonst irgendwas. Ne? Und jetzt machen wir das Ganze noch mit der Legende. Die Legende, die müsst ihr separat herunterladen. Und es gibt extra ein Video, wie ihr das Ganze importieren könnt. Ich bin mich da auf Nummer sicher gegangen, damit ich nicht in eurem Büro-Standardordner den Ordner 1 mit den ersten drei Legenden überspeichere. Ihr könnt es an irgendeinen Ort abspeichern, wo ihr Bedarf habt und deswegen wird diese separat mitgeliefert, auch auf der Seite subgrade.de. Und falls ihr eine Bewährungsabnahme-App braucht, eine digitale, dann könnt ihr auf www.bewährungsabnahme.de gehen und könnt euch auch diese erwerben in dem Fall. So, jetzt setze ich hier einfach mal meine Legende ab. Die ist jetzt auch assoziativ, aber ich sage, die ist mir eigentlich zu groß. Ich möchte die vielleicht hier in der Decke gleich mit reinsetzen. Dann geht einfach hier rauf, Rechtsklick, skalieren. Und entweder ihr probiert es hier irgendwie mit den Cursoren irgendwie zu vergrößern oder zu verkleinern. Ich habe da meistens Pech, dass das irgendwie dann geschieht. Deswegen gehe ich hier auf Skalieren. Und dann gibt er hier einen Zoom-Faktor-Wert ein. Machen wir die 0,5, ob die reichen. Nicht ganz. Machen wir nochmal Rechtsklick. Skalierungsfaktor. Und wenn wir jetzt vielleicht die 0,5 eingeben, dann muss es locker reichen. Wir verschieben das Ganze jetzt in dem Fall hier rein, wie ich gesagt habe. Und haben wir auch hier die aufaddierte Mengenliste mit den Stückzahlen. Und wenn ihr zum Beispiel die Durchstandsbewährung verdoppelt, mit Stütze jetzt in dem Fall. Wir ignorieren hier unten das Ganze. Aber jetzt haben wir
auf einmal plötzlich 24 und 48. Moment, ich mache nochmal rückgängig. Anstatt 12 und 24. So einfach bekommt ihr eure Dübelleisten in euer System rein. Und wenn ihr das einmal vereinnahmt habt, dann bekommt ihr diesen Durchstandsbereich garantiert unter 2 Minuten locker hin. Locker. Jetzt viel Spaß damit. Ladet euch das Ganze gleich runter. Liked natürlich dieses Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Peter. Servus. Und jetzt kommt die Endcard.